Ich bin der Flamur Schale, wir haben den Montag, 18. Oktober. Und sind mit Aufgabe Nummer 8b. Wir haben mit Aufgabe Nummer 8b und wir haben hier folgende Aufgabenstellung. Wir haben eine Kantenlänge von 1 cm. Und wir müssen für den Körper, für den Körper hier, die Oberfläche berechnen. Also die Oberfläche von dem Körper. Wie gross ist der im Quadrat Zentimeter gemessen? Wir brauchen auch die Notizen hier unten nicht mehr. Wir brauchen eigentlich nur die Skizze und wir müssen uns überlegen, wo haben wir überall eine Oberfläche. Wir haben außerdem gesehen, hier oben haben wir 0 gehabt. Jetzt als Oberfläche das, was unten am Grund ist. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir das auch mitrechnen dürfen. Das muss ich noch schauen. Ich rechne jetzt mal, ich sage jetzt mal, so wie wir die Figur hier einstellen, so sollen die sichtbaren Oberflächen berechnet werden. Wir können uns also Folgendes überlegen dabei. Wir können euch sagen. Wir schauen hier die einzelne Figur kurz an und stellen hier nochmal die Struktur auf und überlegen uns, wo genau was ist. Jetzt können wir uns hier folgendermaßen orientieren. Das 0 hier. Das ist da ganz vorne. Dann haben wir nebenan 2. Jetzt fangen wir bei dem 0 an. Beim 0 haben wir eine Oberfläche von 0. Wir schreiben das mal so auf. Beim 2, das 2 da, oder wir kehren das um am besten gerade. Dann passieren nicht Fehler beim Notieren. Dann haben wir da unten 0 vorne, dann haben wir 2 und 2. Wir haben die Figur 1 und Höhe 1. In der Mitte haben wir anscheinend Höhe 1. Hier ist die Höhe 3. Hinter einem muss dann nochmal die Höhe 1 sein. Und wir haben auch hier nebendran die Höhe 2. Und wir zeichnen, wir gehen hier oben an, wie viele Oberflächen wir jeweils sehen. Ich denke, das ist am sinnvollsten, um das so zu lösen. Es ist am sinnvollsten, die Aufgabe so zu lösen. Bei der Höhe 0 haben wir 0 sichtbare Oberflächen. Bei der Höhe 2 haben wir hier eine sichtbare Fläche, ich markiere die jetzt einfach jeweils. 1, 2, hier oben nochmal, 3, 4, ganz oben 5. Hier hinten ist auch noch eine frei, also sichtbar. Also wenn wir jetzt hier noch die Seite so versuchen einzuzeichnen, dann sieht das so aus. Also 2, 4, 6. Und hier in der Mitte, wenn wir hier drauf gehen, dann haben wir gerade hier eine an der hinteren Wand nochmal eine freie Fläche. Das sind 2, 4, 6, 7 Stück. Heißt also, wir schreiben hier 7 auf. Wir gehen gerade die Figur nebendran über. Die Figur hier. Wie viele Oberflächen sind hier sichtbar?
Das ist die hier hinten und die hinten dran. Also wenn man jetzt da das noch so einzeichnen würde. Und dann noch die oben dran. Mehr ist da nicht sichtbar. Drei. Außer wir würden eben noch die Fläche unten dran mit zurechnen. Aber das können wir am Schluss machen. Indem wir überall noch plus 1 anhängen. Außer eben dort, wo wir keine Quader haben. Wir machen gerade hier eine weiter, dann haben wir hier ganz oben eine Oberfläche, sichtbare 2, 3. Hier hinten eine, 3, 4 und dann hier eine, noch eine, 5. 5 sichtbare Flächen. Wir gehen noch ein Stockwerk runter, dann haben wir hier noch 1, 6 und hier über noch 7. Hier in der Mitte, ein Quadrat ist das alles, also da gibt es keine freien Oberflächen mehr. So, habe ich jetzt gesagt, 2, 4, 6, 7 Stück. Wir haben hier eine noch. Eine hier an der Seite, eine hinten und oben drauf noch eine, 3 Flächen. In der Mitte haben wir nur oben drauf, also nur oben drauf eine Oberfläche, also 1. Hier hinten haben wir 2 Würfel übereinander, 2 Quader übereinander. Die sichtbare Fläche ist zuerst mal die ganz oben. Dann rundherum ist jede Fläche frei, also 4 Stück. Und dann geht es 1 nach oben, also was haben wir jetzt gesagt, 4, 5, also jede Seite und oben dran, das macht 5 Stück. Jetzt haben wir hier bereits mal 5. Jetzt noch weiter überlegen. Das ist nur das Quadrat unten dran. Und das ist auf keiner Seite frei, außer hier auf der äußeren Seite, auf der äußeren Seite. Das heisst, wir haben hier unten noch eine Fläche. Das heisst, 5 und 1 gibt 6. Da ganz hinten haben wir noch ein Quader. Und der ist auf 3 Seiten frei oben dran und auf den beiden hinteren Seiten aussen. Und dann haben wir hier noch den höchsten Quader. So haben wir eine Oberfläche oben drauf, eine, zwei, drei, vier herum. Also rundum 4 Stück und oben 5. Schreiben wir schon mal 5 auf, plus. Dann gehen wir ein Stockwerk runter. Dort haben wir 3 rundum. Hier eine, hier hinten eine und von dieser Seite auch nochmal 3. Dann gehen wir nochmal ein Stockwerk runter und dort haben wir auf beiden Seiten je ein Quader. Heisst also nur auf der hinteren, äußeren Seite, äußeren Seite einfach. 5 von 3 macht 8 plus 1, 9 Stück. Und jetzt können wir wissen, jedes Quadrat hat eine Oberfläche von einem Quadratzentimeter. Jetzt können wir hier die Summe nehmen. Dann haben wir 3 und 7, 10. 9 und 1, 10 plus 7, 17. 3, 6, 9 plus 3, 12. Dann haben wir hier noch so die Summe. Dann haben wir 10, 27, 39. Nach Lösung sind es 48 Quadratzentimeter und 39. Jetzt können wir uns überlegen, was da falsch ist, 39. Was habe ich gesagt? 48 Quadratzentimeter ist eigentlich die Lösung. Minus 39. Und dann sehen wir, da fehlen uns genau 9 Quadratzentimeter. 9, das sind genau die 9 Flächen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also die Bodenfläche. Die Grundfläche. Die ist ja 3 cm mal 3 cm lang. Oder wir zählen es auch so wie hier. Wir gehen ganz ab auf die Grundfläche und sagen, wenn wir jetzt
die Form, die Figur in die Hand nimmt und umdreht, dann haben wir unten, da können wir auch nochmal Oberflächen zählen. Dann haben wir hier 9 Stück. 9 mal 1 Quadratzentimeter gibt eben 9 Quadratzentimeter. Und darum, oder so wie ich gesagt habe, dass wir überall noch plus 1 rechnen, plus 1. Da kommt das aufs Gleiche raus. Also 39 plus 9 rechnen wir hier und dann haben wir 48 Quadratzentimeter. Oder wir erstellen das nochmal neu und schreiben die richtigen Zahlen gerade hin. Und 1 ist 4, 9 und 1 ist 10, 3 und 1 ist 4, 7 und 1 ist 8, 2, 6 und 1 ist 7, 0 und 1 ist 1, nein 0, da haben wir einfach nur 0. Dann haben wir hier eine, 7 und 1 ist 8 und 3 und 1 ist 4. Also hier mit 0 Quader, da stimmt etwas nicht. Da kann unten dran nichts sein. Also habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, weil dann haben wir hier eigentlich nur noch plus 8 zusätzliche Flächen. Und dann haben wir 39 plus 8, das gibt 47 Quadratzentimeter. Heisst also, ich habe irgendwo da noch vergessen, eine Fläche mit hinzurechnen. Was man kann machen kann, ist, man kann da schauen, wo haben wir eine Diskrepanz zwischen, oder einfach, wenn wir jetzt das Wort linear übersetzen, wir gehen von 2 auf 7, von 2 auf 7 rauf, von 1 auf 3, von 1 dann nur auf 1 rauf, da könnte etwas sein, das müssen wir sicher prüfen, von 1 auf 3, ich mache es jetzt einfach so auf die einfache Art und Weise, und wenn das so nicht klappt, dann kann man immer noch mal tiefer nachschauen. Dann haben wir hier noch 1 und 3. Das sieht eigentlich auch gut aus. Aber was nicht so gut aussieht, ist hier hinten 2 und 6. Warum ist das nicht 2 und 7? Das können wir uns noch fragen. Wir sehen hier auf der anderen Seite haben wir ja eine Höhe von 0. Und wenn wir eine Höhe von 0 haben, dann wird hier unten jeweils noch eine Seite frei. Was dort hinten eben nicht gegeben ist. Darum ist dort hinten 6. Grundsätzlich könnte es eigentlich schon stimmen, 6 dort hinten. 3, 4 und oben, 1 oben, 5. Und dann gehen wir noch ein Stockwerk runter, 6. Das sieht eigentlich schon nicht schlecht aus dort hinten. Und das Höchste, das ist rundum 4 plus oben 5. 6, 7, 8 rundherum, in der Mitte noch 9 Stück und dann dort hinten 10. Der Fehler ist hier beim Höchsten. Das Höchste, das habe ich falsch gerechnet. Ich zeige gerade auf, warum. Oder ich zeige das ganz kurz neu, beziehungsweise nur das hintere Stück. Wir haben ja dann hier unten noch, ich zeichne jetzt nicht alles, ich zeichne nur den Teil. Da geht es nochmal ganz runter. Jetzt haben wir hier oben dran eine Fläche, dann haben wir 4 rundherum. Also das oberste oben eine, dann 4 rundherum plus 4. Mit dem haben wir, das haben wir jetzt abgeschlossen, dann kommt hier eine Seite, zwei Seiten, hinten eine, drei Seiten, außen eine, vier Seiten plus 4. Das macht schon mal 9. Und dann haben wir hier unten dran, haben wir ja jeweils gesagt, dass hier nebendran je noch ein Quader ist. Das heisst, hier an der Seite ist nichts sichtbar. Und auch in der Mitte haben wir auch noch mal ein Quader. Das heisst, auch von dieser Seite ist nichts mehr sichtbar. Aber von außen dran ist noch eine Seite sichtbar. Das macht dort 10 und nicht 9.
Und da habe ich vorher 9 geschrieben anstatt 10. Darum haben wir dort 10 und dann hier unten nicht 17, sondern 18. Und dann statt hier 39 haben wir hier 40 Quadratzentimeter. Oberfläche plus 8, 48. Jetzt stimmt's. Und wenn wir das hier oben richtig zeichnen, dann kommt hier anstatt 10 hin, kommt hier noch ein Selfie drauf. Und jetzt kann man das zusammenrechnen nochmal und dann sehen wir, das stimmt. Das sind 48 Quadratzentimeter. 4 und 11 sind 15, plus 4 ist 19, 7 und 2 ist 9, plus 8 ist 17, 8 und 4 ist 12. Dann gehen wir noch in die andere Richtung und dann haben wir 9 und 7, 16, plus 2, 18. 8 hinten und dann haben wir vorne noch, also 1, wo wir jetzt noch mitgerechnet haben, dann haben wir 4. 48 Quadratzentimeter. Oberfläche, wenn wir auch Grundfläche mit zurechnet. Also mit dazu rechnet. Gut.